Kommen wir zum American Football. Die Mönchengladbach Mavericks haben auch das letzte Spiel der Saison gewonnen. Im rheinischen Derby gegen die Düsseldorf Panther siegten die Mavericks am Ende knapp, aber verdient mit 25:22. Damit sind die Gladbacher ein Musterbeispiel für den American Football in Deutschland. Denn noch nie ist es einem Team gelungen, in 3 Spielzeiten auch 3-mal aufzusteigen. Daher sind die Mavericks in der Eliteklasse des deutschen Football der Bundesliga GFL gut aufgehoben. Bereits jetzt basteln die Trainer schon wieder am Kader für die neue Saison. Ob Punktegarant John McCardle dann auch wieder dabei ist, bleibt allerdings abzuwarten. Der US-Boy will in Amerika erneut versuchen, den Sprung in die Profiliga zu schaffen. Da ist er. Das ist der Pokal. Heute haben wir ihn gekriegt. Perfect Season, Meister, Riesensaison. Ich möchte auf gar keinen verzichten. Es ist eine tolle Mannschaft, sind tolle Jungs. Sie haben sich alle reingehängt, charakterlich toll. Es ist ein super Team. Und ich wünsche mir, dass alle nächstes Jahr noch wieder mit an Bord sind. Ja.